Der Prime Tower bei der Zürcher Hardbrook gehört sicherheitstechnisch zu den modernsten Gebäuden in der Schweiz. Für den Sicherheitsbeauftragten ist auf einer Skala von 1 bis 10 der Fall klar. Gegen Feuer ist es sehr gut geschützt. Also ein 10? Ein 10, ganz klar. Das 10 verdankt der Prime Tower einerseits der Bauweise. Wichtig sei, dass die Fassade aus nicht brennbaren Materialien besteht. Auch Technik ist wichtig, z.B. Überdruckbelüftungen. Die sorgen dafür, dass die Stegenhäuser frei von Rauch bleiben. Machtlos ist man meistens nur, wenn der Faktor Mensch ins Spiel kommt. Ja, das spielt in allen Gebäuden eine grosse Rolle. Sei das, dass er z.B. den baulichen Brandschutz überlistet, indem er die Türen keilt, weil er findet, ja, es ist mühsam, immer die Türen müssen aufmachen. Ich gehe da täglich 10-mal rein und raus. Und dann macht man zum Beispiel einen Brandabschnitt auf. Oder man hält sich nicht an die Vorgaben, sagt, ja, Fluchtweg ist okay, aber wir können gleich noch da ein gewisses Lager machen und. Das sind alles so Faktor Mensch. Für die Leute, die sich im Stockwerk über einem Brand befinden und das rettende Stegenhaus nicht mehr erreichen können, kommt meistens jede Hilfe zu spät. In London haben die Rettungskräfte heute aus Eigensicherheit entschieden, keine Retter mehr ins Gebäude zu schicken. Also das ist einer der schwierigsten Entscheide, wenn nicht sogar der schwierigste Entscheid als Einsatzleiter Feuerwehr. Feuerwehr ist eine Rettungsorganisation, also der Auftrag ist Menschen retten. Gleichzeitig sollte der eigenen Leute nicht passieren. Und so die Güterabwägung müssen machen zwischen anderen Leuten und eigenen Leuten. Möchte ich eigentlich nie in die Situation. Also Hut ab von den Einsatzleitern heute in London, die Entscheidung gefällt haben, weil das sind die schwierigsten Entscheidungen, die man fällen kann. Die Hochhäuser in der Schweiz werden periodisch kontrolliert. Auch darum sagt der Sicherheitsstandard sehr hoch. Wo Mängel bestehen, muss nachgerüstet werden. Auch wenn es viel Geld kostet, dürfen wir bei der Sicherheit nicht sparen. Sonst können es eben zu so Katastrophen wie in London kommen.